Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Lego Jurassic World. Da vorne wartet Jurassic Park 3 auf uns, aber ich möchte an dieser Stelle erstmal dem Marell ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich wünsche ihm alles Gute. Er ist 14 Jahre alt geworden, ist einer meiner treuesten Abonnenten, schaut fleißig meine Videos und findet sie sehr gut. Das freut mich. Jo, und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach hier an dieses, was sagt der? Ob ich ihn kaufen will? Für 25.000? Ja, warum nicht? Juhu, angestellter Yacht. Noch einer von denen. Okay, ich drücke Dreieck. Let's go, Leute. Wetten, das wusstest du noch nicht. Seine Schädelform ermöglicht es Spinosaurus, Fische aufzuspießen und kleinere Dinosaurier zu jagen. Dr. Grant, hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Money, money. Decken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Ja, ja. Geld regiert die Welt. Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Eric! Die Landestelle. Ben! Eric! So, dann inspizieren wir hier mal alles. Sie sollten mal an Ihrer ehrlichen Kommunikation arbeiten. Weg da, ihr kleinen Compsognathus. Oh, da kommt noch einer. Ist hier etwa ein Nest? Nein, der lebt noch. Jetzt ist er weg. Ey! Okay, was gibt's hier? Alter, wie lange lebst du denn? Ja, die kommen ja immer wieder. Verdammt. Was soll ich da machen? Hey, da zieht mir gleich 2 Herzen ab. Was soll ich machen? Die kommen immer wieder. Gut, ich glaube, jetzt hat sich die Lage beruhigt. Dann schauen wir uns hier um. Da brauchen wir auf jeden Fall... Alter, nein! Gib mir ein Herz. Doch einen mit Gewehr. Oh Gott, er jagt mich. Hat der ein Gewehr? Nee, hat er nicht. Guck mal, wie der angreift. Yo, yo. Wie der Ian Malcolm. Jetzt gib mal her das Herz. Verschwinde, Alter. Nee, die können hier alle nicht. Hilfe! Ich brauche jemanden, der schießen kann. Ansonsten jagen mich die Viecher permanent. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf andere Sachen und bleiben da einfach weg. Toll, da kommt schon der Nächste. Wir haben hier ein paar knifflige Stelen reingebaut, weil die Viecher einen permanent irgendwie nerven. Kann man da nicht reinspringen. Da kann nur der Timmy rein, ne? Ja. Da wird Tim angezeigt. Da hinten ist erstmal nix. Doch eine Leiter, oder? Kann man da nicht hoch? Ne, ist vielleicht doch keine Leiter gewesen. Ich brauche einen mit Gewehr. Oder sowas in der Art.
Boah, da hat Alan Grant in seine Einzelteile zerlegt. Ja, Schwein. Oh, ihr kleinen Drecksäcke. Sie sind so nervig, die Viecher. Bestimmt auch zu der Zeit, als die gelebt haben. Dass die einem nur auf die, ich wollte sagen, auf die Nüsse gehen, auf den Wecker gehen. Was willst du, kleiner Zwerg? Was ist hier? Da brauche ich den Paul Kirby. Alter, verschwinde! Du mieses, kleines. Jetzt drücke ich Kreis und hoffentlich passiert da was Gutes. Ah. Verschwinde, Alter! Ich muss ihn irgendwie zerdreschen, weil da geht mir permanent auf die Nerven. So, was gibt's hier? Kein Problem. Abenteurer wie, das ist doch der, wie heißt denn der nochmal? Billy. Können an Lego-Wänden klettern, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Dann nehmen wir doch mal Billy. Und schauen, ob der. Ja, der kommt hier wunderbar hoch. Perfekt. Unser Abenteurer. Hey, ich will nicht wechseln. Billy, ich will als du spielen. Und was ist hier passiert? Hier ist doch eine Pflanze. Ah, da brauche ich Alan Grant dafür. Aber Alan Grant kommt da wohl erst später hin. Also schauen wir uns erstmal hier um. Und dresche natürlich wieder alles kaputt. So wie ich das immer mache. Ja, immer wenn ich denke, ich komme zu Millionen Steine, also ne, summemäßig. Nein, kommt irgendein Charakter, den ich kaufen kann oder so. Ja, Mann. Komplett zerdroschen. Okay, das auch. Sehr schön, sehr schön. Uiuiui. Nein, ich bin. Ich wusste gar nicht, dass die in Herden angreifen. Oder dass sie so fest zubeißen. Aha. Aha. Jetzt kann ich als der Typ da was machen. Los, rauf hier. Kreis und dann hier. Ah, dann kann man da hoch. Hey. Genau hier hin. Ah, guck mal hier. Alan, wir brauchen dich und deine Saufel. Permanent Kreis drücken, um es auszugraben. Yo, da ist es. Und jetzt bauen wir es auf. Eine Brücke. Bloß nicht runterfliegen hier. Jetzt habe ich einen Stat nicht gesammelt, aber ich denke mal, das kann ich mir leisten, dass ich ein Ding. Okay, hier brauche ich einen anderen. Wen denn? Ah, wieder den Paul Kirby. Ja, lass mich halt durch. Ach, der hat einen Hammer oder was? Hey! Und nochmal. So, jetzt funktioniert das Teil. Jetzt kann man das Ding drehen und dann schauen wir, was passiert. Aha, da ist was. Hey, ich drehe doch. Es wird eine. Eine Art Brücke. Ah, nein! Ich bin gefallen. Oh nein, das sind wieder die Kompsos. Die Kompis. Ah, hier war ich so gesehen noch gar nicht. An dieser Stelle hier. Das heißt, wenn ich hier weiter runter gehe, könnte es doch. Ja, es gibt auf jeden Fall Stats. Studis, Moodis, Goodies. Sammel, collecte. Und hier ist doch was. Das war nur. Ah, da brauche ich einen Raptor. Einen Velociraptor. Ja, Mann, so viel Steine. Und da ist was angegiftet, oder? Brauche ich da einen Dilophosaurus? Und dann brauche ich echt einen mit Gewehr, der das da wahrscheinlich da kaputt schießt, damit die kleinen Viecher auch mal wegbleiben, ey. Weil die können echt einem auf die Nerven gehen. Aber wie? Eric. Die ganze Zeit schreit ihr nach Eric. Das ist nicht gut, was die da treibt, würde ich mal sagen. Wer den Film kennt. Ich denke mal, dass niemand hier das Spiel, mein Let's Play, guckt, ohne die Filme zu kennen.
Hoffe ich zumindest. Ah, da ist ein blaues. Denn der Aaron hat ja vorhin gemeint, das ist keine gute Idee. Da brauche ich einen mit... Da brauche ich den. Ja. Wen? Naja. Nick Van Owen. Nick Van Owen. So, da sind so viele Steinchen erschienen. Ah, da geht nichts mehr kaputschka. Alles klar. Mach das kaputt. Ja, Mann. Fast die Hälfte der benötigten. Ja. Steinchen. Oh. Da höre ich doch ein Tier. Oh nein. Ihr Drecksack. Werd ihr wohl? Verschwinden, gut. Darüber, dann nochmal über die Brücke. Jetzt kriege ich auch den einen Stein, den ich vorhin haben wollte. Und jetzt kann man hier... Hey, hey, lauf doch! Verdammt! Da hinspringen. Oh nein, ey! Warum lande ich ihn noch immer da? Und das heißt dann einfach nochmal da. Hui! Hui! Lolo! Oh, so ein Mist! Entschuldigung. Lalalalala. Alter, lauf doch einfach. Ist das so schwer? Warum landet er immer gleich da oben? Check ich nicht. Egal. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier, wo wir den Alan brauchen. Den Alan. Was muss er da machen? Ah, einfach angreifen. Oh, nochmal. Guck mal. Was ist jetzt passiert? Ah. Guck mal. Och Mann! Was fallen die da auch immer runter? Heieieiei. Also nochmal, weil der muss da was mit seinem komischen Seil da machen. Hey, bleib gefälligst da oben, Mann. Wupp. Und nach auf dem Skelett und nicht irgendwo, keine Ahnung wo. So, ja. Irgendwie hängt es hier, das ist ein Bug, nehme ich an. Lauf. Und wirf dein Ding da hoch. Ah. Ui. Commander, Schatz, Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Los, wir müssen sie erreichen. Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Aha, hört ihr? Was ist los? Brauchen wir da den? Der hier alles aufschnippelt. Oha, ich sehe da was. Aber wartet mal. Paul, komm mal her. Da ist auch ein blauer Stein. Hier hin. Zieh es runter. Boah, noch ein blauer. So viele blaue Steinchen und ich habe die Hälfte geschafft. Also an der benötigt das Stats, um wahre Überlebende zu schaffen. Und da ist noch ein blaues. So, dann hätten wir das. Bauen wir das hier mal auf. Es wird eine Treppe, so wie es aussieht, ja. Hey, hör mal auf hier mit deinem Seil rumzufuchteln und sammeln lieber die Steine ein. Okidoki, dann gehen wir da hoch. Nur komme ich da nicht hin. Also das heißt vielleicht auf der anderen Seite auch was machen. Oder vielleicht das Ding schieben. Wie wär's denn damit? Hey, mal weg. Ja, schieben geht. Wie komme ich da hoch? Wartet mal. Da ist irgendein Sprungding. Wahrscheinlich für Frauen. So wie es aussieht, da dran und dann flapp und dann hat man es. Aber momentan kann ich ja noch nicht als Frau spielen. Leider. Aber vielleicht gleich. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Okay, Sequenz. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Hoffen wir es.
Das ist Cooper. Ja, klar. Wer hat das Satellitentelefon? Ich, Sekunde. Oh, Mann. Der zersägt mit seinem Rückending. Boah, sieht der geil aus. Mein Gott, ist es wieder so ein Run? Oh shit, ich hätte jumpen müssen. Ich hier wohl alles schaffe, 100%. Da war die Dino-Kiste. Immer bei diesen Runs. Oh Gott, verschwinde. Ah, er hat mich gebeißt. Gebissen. Nein! Nein! Ein blaues! Wow! Du Ungetüm, Alter! Oh. Wer bin ich? Wen spiele ich? Ah, den Billy, ne? 2 von 3, okay, immerhin habe ich das hier geschafft. Ja, ein blauer. Hey! Verschwindet! Alter, wie der brüllt! Nein, kein blaues! Komm, komm, komm! Renn um dein Leben! Ich spring einfach immer. Da erwische ich so ein blaues! Ich hoffe es doch nur! Nein, da hinten! Ah, ich hab's gewusst! Oh mein Gott! Oh Gott. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Ja klar, ey. Guck mal, wie er da hängt. Okay, Landeplatz. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Nicht auf Ingens Liste. Ging aber schneller, aber ich hab nicht wahrer Überlebender. Oder hab ich's? Bitte, 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 bitte. Oh, ist ja lame, Alter. 71%. Das ging schon mal besser bei mir. Minikit. Na, oh, 1. Und ich kriege Alan Grant, Isla Sorna. Das ist einfach nur andere Skins. Den Billy Brennan. Paul Kirby. Amanda Kirby. Miau. Cheryl Logan. Okay, automäßig. Transporteranlage B, rostig. Pickup. Und das war's auch schon an Vehikeln. Vehikeln, ja, den habe ich nicht, ich weiß. Das wäre bestimmt ein richtig geiler Dino gewesen. Geschichte setzen wir jetzt fort. Ah, wir sind hier wieder Open World mäßig, so wie es aussieht. Kann ich hier speichern? Nee. Wo ist hier ein Speicherding? Naja, egal. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal stehen. Ich beende die Folge an dieser Stelle. Hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Mir hat das Opening zum dritten Film sehr gefallen. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.